Kommandozentrale. Ich komme so schnell ich kann. Thank you.
Gut, dass wir es geschafft haben, Isaac. Sollen wir euch zwei vielleicht kurz allein lassen? Was soll das denn heißen? Ich meine, einen der Vergangenheit ist, begrüßt man vielleicht nicht so herzlich. Wir brauchen ihn. Diese Mission braucht... Brauchen wir ihn oder brauchst du ihn? Hey, haben Sie mir was zu sagen, Captain? Schluss jetzt, stopp! Wir müssen die verdammte Maschine abschalten und wissen nicht mal, wo sie ist. Ich schon. Ich meine, ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Ich habe mich durch die Reste der Forschungsunterlagen gewühlt und... Ich dachte, das wäre alles zerstört worden. Die Computerdaten, ja. Aber die geschriebenen Logs erwähnen ein Experiment mit Signalortung, das den genauen Standort der Maschine angezeigt hat. Wenn wir das wiederholen, schaffen wir das auch. Aber es ist am anderen Ende des Komplexes. Dann sehen wir uns das mal an. Ich könnte einen Tapetenwechsel gebrauchen. Was für ein Riesenarschloch, ne?
Trinken Sie hin und wieder was, Serrano? Nein, Sir. Ich bevorzuge ja Cognac. Mag ein bisschen klischeehaft sein, aber mit einer guten Zigarre ist das einfach perfekt. Weswegen haben Sie mich herbestellt? Ich will nicht lügen, Professor. Ich mag Sie nicht. Ich mag nicht, wie Sie aussehen, wie Sie reden oder Ihren Job machen. Aber der Admiral sagt, ich kann... Admiral Grange hat hier nichts mehr zu sagen. Nur noch ich. Wenn Sie Männer brauchen, um diese Eiswürfel abzutauen, an denen Sie arbeiten, kommen Sie zu mir. Und nur... Natürlich. Ich dachte nur... Es ist mir egal, wie viel Unterstützung Sie zu Hause haben. Sie spielen ein gefährliches Spiel, Professor. Und hier draußen spielen Sie nach meinen Regeln. Auf Isaac. Isaac, wir sind hier draußen. Und wir frieren. Beeilen Sie sich bloß. Hierher gefolgt sein.
Das ist unmöglich. Nicht durch den Shockspace. Ach ja, ist aber so. Ellie, schaffst du es bis zum Lager? Oh Gott, da kommen sie. Ellie! Wir sind alles andere als in Sicherheit. Die sind hinter Isaac her und wir sind ins Kreuzfeuer geraten. Da, das Lager. Das Experiment zur Signalverfolgung sollte darin sein. Sie sind diesen ganzen Ärger nicht wert, Clark. Come on.
alle einen Platz. Kommt, werdet ihr alle wiedergeboren. Aber damit das passiert, muss Isaac Clarke sterben. Die Zukunft eurer Religion, unserer Rasse, hängt davon ab. Haltet ihn um jeden Preis auf. Ortmann, sei
Geräte beseitigen, um mit der Bohrung fortzufahren.
Okay, Ellie. Wir gehen jetzt zum Lager. Ist alles okay? Aber klar. Abgesehen davon, dass dieser Planet mich permanent killen will und dein Lover mich hasst, war das bisher ein traumhafter Urlaub. Robert ist normalerweise nicht so. Keine Ahnung, warum. Wir machen das unter uns aus. Früher oder später gewinnt einer von uns. Hast du das Experiment gefunden? Ja. Und? Sieh es dir selbst an. Oh, gut. Der Maschine fungierten und dieses Signal an die kleineren Exemplare sendeten. Und wie bringt uns das weiter? Ich glaube, dass sie die Maschine gefunden haben, indem sie den Signal upstream durch Nervennetze im Inneren der Kreatur nachverfolgt haben. Moment mal. Wir sollen in das Ding reingehen? Ja! Es wird nicht eine wunderbare Chance? Wunderbare Chance. Das Scheißvieh ist tiefgefroren. Wie sollen wir da reinkommen? Die Wissenschaftler haben Wärmetauscher verwendet. Ich versuche mal, sie zu aktivieren. Nein, bringt nichts. Wahrscheinlich gibt's auf dem Dach einen Ofen. Wenn ich ihn finde, bringe ich ihn auch zum Laufen. Isaac, sei vorsichtig da oben, ja? Ja, tun Sie sich bloß nicht weh. Persönliches Log, Dr. Earl Serrano. Das Nexus-Experiment ist, ja, einfach unglaublich. Wir fanden zwei fast unberührte Exemplare und die Crews arbeiten rund um die Uhr, um sie freizulegen. Wir lernen so viel über die Kommunikation dieser Necromorphs. Die gesamte Spezies scheint durch ein telepathisches Signal in Kontakt gestanden zu haben, vom niedrigsten Fußsoldaten bis zur mächtigsten Kreatur. Aber woher kommt das Signal? Dieser Frage werde ich nachgehen. Thank you.
Wie sieht's von dort aus? Alles in Ordnung? Sehr gut. Hey, danke, dass du dich nicht von Robert provozieren lässt. Er ist im Moment nicht derselbe. Norton meint nur, ich bedeute Ärger in vielerlei Hinsicht. Aber ihr braucht mich für die Mission und darum bin ich hier. Und, naja, ehrlich gesagt, hatte ich gehofft... Ellie? Ist das Isaac? Wie schön. Plaudert ihr nett, ja? Er sagt, dass er die Ofenanlage in Gang gebracht hat. Er ist jetzt auf dem Rückweg. Isaac, wir sehen uns bald.
Isaac, die Wärmetauscher sind jetzt hochgefahren. Trotzdem taut das Ding nicht auf. Stimmt was mit dem Mechanismus nicht? Ich glaube, er ist festgefroren. Vielleicht bekomme ich ihn frei, wenn ich den Druck in den Rohren anpasse. Augenblick. Der Sensor? Möglicherweise zerstört, aber ich habe die Pläne gefunden, um einen neuen zu bauen. Ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. Das ist der Plan, von dem ich sprach. Ich sehe hier keine Teile, die wir für diesen Sensor bräuchten, aber es gibt noch ein Forschungslager auf der anderen Seite des Camps. Hier ist ein Schema. Was meinen Sie? Sieht aus, als hätten Sie eine Telemetriespitze modifiziert. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ja, ich glaube, mit den richtigen Teilen kann ich das bauen. Wo ist das andere Lager? Ich schicke die Koordinaten auf Ihre Rig. Wahrscheinlich wird es abgeschottet sein. Hier. Als wir eintrafen, fand ich diese Passcodes. Mit denen kamen wir in dieses Lager. Vielleicht funktionieren sie auch für das andere Gebäude. Wir finden's raus. Bin bald zurück. Ich hoffe, ich kann genug zusammenstücken, um die Maschine zu finden. Warum sind sie noch hier? Bei mir ist alles okay.
Frage. Nehmen wir an, dieses dämliche Experiment funktioniert und Sie finden die Maschine. Und dann? Wissen Sie überhaupt, wie Sie sie abschalten sollen? Naja, Admiral Graves erwähnte einen Kodex. Sie sagte, man bräuchte ihn, um die Maschine zu steuern. Ja, ich konnte ein paar Logs von Dr. Serrano dechiffrieren. Und demnach ist eine Person namens Rosetta für die Herstellung dieses Schlüssels wichtig. Hören Sie sich eigentlich mal selbst zu? Sie wissen von diesem Scheiß genauso wenig wie ich. Wenn ich die Teile finde, um einen Sensor herzustellen, finden wir auch die Maschine. Und dann kümmern wir uns um diesen Kodex. Sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist.
Es liegt nun an uns, das ultimative Opfer für die Sicherheit der souveränen Kolonie, die wir zu schützen geschworen haben, zu erbringen. Wir wissen, dass wir keine hundertprozentige Volksamkeit erwarten können. Daher wird der militärische Arm dieser finalen Quarantänekampagne in drei Gruppen aus Soldaten mit Säuberungsaufgaben eingeteilt. Die erste Crew setzt alle Fahrzeuge aus Betrieb. Die nächste listet auf, welche Personen dem Befehl Folge leisten und hilft jenen, die es nicht tun. Die letzte verschiebt künftige Daten aus beiden Kommunikationsmitteln auf Tau Volantis und im Orbit. Am Ende dieser Aufgaben wird jede Gruppe ihr Missionsziel als erfüllt ansehen und mit der Wirtterminierung fortfahren. Gott schütze die souveränen Kolonien. Wenn Sie diesen Film sehen, bedeutet das, dass die Isolierung trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist. Es liegt nun an uns, das ultimative Opfer für die Sicherheit der souveränen Kolonien, die wir zu schützen geschworen haben, zu erbringen. Wir wissen, dass wir keine